Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Neues Video auf meinem Kanal und zwar, ach, Sprachfehler, Kanal. Und zwar eine Mystery Box von eBay. Den Kollegen Gara Will Made It kennt ihr schon. Findet ihr auch genug auf meinem Kanal. Aber er hat mal wieder ein neues Motto und zwar Disney 100. 100. Also, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, dann bitte nicht für meine Sprache heute. Und hat quasi für dieses Set auch eine Mystery Box angeboten, weil er sich gerne neue Mystery Boxen ausdenkt. Und ihr seht schon, ich bin nicht mehr mit der Kinderschere on Tour. Ich mache das aber nur so lange, solange wir damit auch Glück haben, ne? Sonst kommt die Kinderschere wieder, das ist ja klar. Und wir wollen uns angucken, was in so einer Disney Mystery Box alles drin ist. Findet ihr natürlich auch auf seinem Profil. Trotzdem ist das Ding keine bezahlte Werbung, sondern ein ganz normales Opening-Video wie sonst auch. Ja, was kann ich euch noch sagen? Es ist immer noch ein Gewinnspiel online bei den Lindpacks. Von daher guckt doch mal da rein. Wenn ihr noch mitmachen wollt, dann könnt ihr Lindpacks auch rausgewinnen. Es ist ein neues Yugi-Video online und wir sind immer noch fleißig auf der Jagd Richtung, ja, 400, 500.000 Abos. Da könnt ihr mich sehr gerne unterstützen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten finden wir jetzt hier drin, oh, zwei Disney Sealed Packs, einen Stapel Disney Toploader und eine, wie immer bei ihm, AP gegradete Karte. Ja, nice. Dann würde ich sagen, wir gehen rein ins Disney Set. Und wie auch bei den Yugis letztens bin ich relativ blank und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir suchen hier super sparkling special artworks und gucken wir mal, wen wir kennen. Also Olaf kenne ich. Captain Marvel. Der Kollege von Rapunzel mit der Schmalzlocke. Stitch. Der Genie von Aladdin. Rapunzel. Mulan und der Waschbär. Dann haben wir eine Donald Duck in Holo und dahinter die Disney-Karte. So viel wusste ich schon, weil, ach ja, ein bisschen Plan habe ich ja auch. Oh, was ist denn das für eine Foil? Naja. Also einen Donald. Ich glaube, das ist die Standard-Holo-Version. Gucken wir mal, wen wir noch kennen. Wir kennen Captain Hook. Die Kollegen aus Monster AG. Woody. Oh, die Hexe von Ariel. Nee, ich krieg den Namen. Ich krieg ihn nicht raus. Minnie Maus. Tigger. Bambi. Und ein 100 Years of Wonder. Drei kleine Feen. Oh, dahinter ist so eine Querkarte, die kenne ich gar nicht. Und dann war das hier gar keine. Ist das hier einfach so eine Karte? Die sieht schön aus. Moment. Lieben wir natürlich. Es steht jetzt hier nicht. Spezielle Seltenheit, aber finde ich sehr schön. Also für Disney-Nostalgiker sind die Karten, glaube ich, echt sehr nice. Ich bin jetzt nicht in dem Spiel drin, wie man spielt und was es alles gibt, aber wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier einmal eine Querkarte von Cinderella. Einmal die Schöne und das Biest. Ich weiß es auch nicht, woran man den Wert erkennen kann, ne? Aber hier lauter Klassiker. Aristocats. Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Naja, die kennen wir. Daisy. Dann haben wir einmal Elsa aus Eiskönigin. Das ist bestimmt was Spezielles. Findet Nemo so ein bisschen handgezeichnet.
Ich denke, Vajana, Olaf, Simba, Mulan und hier wieder so eine bisschen specialigere Karte von Vajana. Ich kann halt überhaupt keinen Wert der Karten jetzt in der Relation zu der Box zwischen 30 und 40 Euro herstellen, außer mit den beiden Holos da hinten und dass mir die ganzen Disney-Artworks sehr gefallen. Und dann, so, Vorsicht hier. Jude macht mal Glücksbringer. Schauen wir mal. Weil wir ja eigentlich gar nichts abdecken müssen, weil wir kennen uns da nicht aus. 2500 Punkte Japanisch, Disney. Lucky Rabbit Oswald. The Lucky Rabbit in einer 9,5. Disney Schwarz-Weiß Oswald, The Lucky Rabbit. 104 von 81. Sehr coole Oldschool-Karte. Könntest wieder sagen, Mann, was für ein dicker Hit. Und ich würde lügen. Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keinen Plan. Jungs und Mädels, ihr habt gesehen, was wir gezogen haben. Und ich bin blank und ich sage, mir gefallen die Karten und mir gefällt die Box, weil es was ist, womit ich nichts zu tun habe sonst. Aber es ist einfach Feier. Und eure Aufgabe ist jetzt zu sagen, ist das geil? Oder habe ich hier Schrott? Und wenn hier irgendwas Cooles dabei ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr kennt euch doch aus. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.